Kollegen, meine Damen und Herren, in seiner unvergessenen Ruckrede vor fast genau 20 Jahren formulierte Roman Herzog ganz treffend: Die Fähigkeit zur Innovation bestimmt unser Schicksal. Und dies, meine Damen und Herren, trifft auch für die kleinen und mittleren Unternehmen in unserem Lande zu. Es ist schicksalhaft für deren erfolgreiches Fortbestehen, dass sie innovativ bleiben, dass sie Schritt halten. Denn nur so, das haben wir ja schon gemeinsam festgestellt, und dem widerspricht auch Herr Gamke nicht, bleiben wir wettbewerbsfähig, und zwar nicht nur national, sondern eben auch weltweit. Und dieser weltweite Wettbewerb, meine Damen und Herren, der ist hart. Der deutlich schnellste Rechner der Welt, Sonnenweg, 93 Petaflops, steht nicht in Europa, er steht auch nicht in den USA, er steht in China, und dort wurde er auch im Übrigen entwickelt. Mit dem vorliegenden Antrag haben die Koalitionsfraktionen ein, wie ich meine, wirklich gelungenes Portfolio der Innovationsförderung für den Mittelstand seitens des Bundes aufgezeichnet. Und wir legen gleichzeitig eben auch, Frau Kollegin Poschmann hat es gesagt, einen Forderungskatalog an die Bundesregierung vor, mit dem wir weitere Ideen für die weitere Stärkung der Innovationskraft der deutschen KMU formulieren. Denn, das wurde gesagt, wir sind gut, aber, meine Kolleginnen und Kollegen, wir müssen noch besser werden. Woran genau lässt sich dies nun festmachen? Es wurde ja genannt, das EFI-Gutachten, auf das wir Bezug nehmen. Dort wurde festgestellt, dass eben nur rund 42% der KMU im Zeitraum 2013 bis 2015 Innovationsaktivitäten aufweisen. Das ist zwar im europäischen Vergleich führend, aber die Innovationsintensität, Herr Kollege Lemmel hat es gesagt, also die Innovationsausgaben in Relation zum Gesamtumsatz sind rückläufig, nämlich von 1,7 auf 1,5%. Von 2006 bis 2015. Was sind nun die Gründe für die, was sind die sogenannten Innovationshemmnisse? Was hindert also die KMU daran, Innovationsaktivitäten zu betreiben? Und hier liefert das EFI-Gutachten einige interessante Antworten. Es sind ganz allgemein zu hohe Innovationskosten, ein zu hohes wirtschaftliches Risiko, außerdem ein Mangel an geeignetem Fachpersonal, auch das ein wichtiger Punkt, und auch an internen Finanzierungsquellen. Und genau an diesen Punkten setzen wir, meine Damen und Herren, mit unserem Antrag an. Wir beschreiben ein ganzes Bündel an Maßnahmen von BMW und BMBF, vor allem im Bereich der Fachkräftesicherung, aber auch, Kollege Gamke, im Bereich der Innovationsfinanzierung, um diese Innovationshemmnisse weiter abzubauen. Ich möchte einige Beispiele kurz nennen. Vor allem unsere Hightech-Strategie hat wichtige Impulse gesetzt und die Rahmenbedingungen für Innovation entgegen ihren Unkenrufen hier in den letzten Jahren deutlich verbessert. Im Bereich des BMBF wurde die KMU-Förderung um immerhin 30% auf nunmehr 320 Millionen Euro pro Jahr aufgestockt. Und im Bildungsbereich bringen wir die Digitalisierung vor allem eben auch in der beruflichen Bildung voran und sorgen dafür, dass der künftige Fachkräftebedarf gesichert werden kann. Ich darf an dieser Stelle ausdrücklich loben, das im letzten Jahr von Ministerin Johanna Wanka vorgestellte 10-Punkte-Programm Vorfahrt für den Mittelstand. Darin hat das BMBF die Förderpolitik für mehr Innovationen bei KMU neu aufgestellt. Das Programm fördert neue Ideen, Anwendungsmöglichkeiten und Geschäftsmodelle und treibt eine weite Verbreitung von Forschungsergebnissen und Modelllösungen unter den KMU voran. Hier setzen wir auf niederschwellige Angebote und vor allem auch auf die Hebelwirkung von Netzwerken. Auch das hat Kollege Lemmel schon angesprochen, nämlich insbesondere Partnerschaften von KMU mit regionalen Hochschulen oder auch außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Meine Damen und Herren, für die Zukunft braucht es aber weitere. Es braucht noch größere Anstrengungen. Und deshalb sprechen wir uns ganz klar für das 3,5%-Ziel aus und für ein effizientes Modell zur steuerlichen F&E-Förderung. Herr Gamke, wir sind noch nicht ganz am Ziel der Diskussionen, aber sind ein weites Stück vorangekommen. Und wenn es nicht mehr diese Legislatur kommt, dann kommt es auf jeden Fall in der nächsten Legislatur. Dafür steht die Union, meine Damen und Herren. Für erfolgsversprechende Start-ups, auch das wurde genannt, ein ganz wichtiges Thema, werden wir zusätzliche Möglichkeiten zur Mobilisierung von Wagniskapital schaffen. Auch da sind wir dran, insbesondere in der Seed-Phase. Da sind wir uns ja auch weitgehend einig, dass es vor allem dort noch Probleme gibt. Und wenn uns dies nun alles gelingt, da bin ich sehr zuversichtlich, dann muss uns auch um das Schicksal unserer KMU und damit um die künftige Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft insgesamt nicht bange sein. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache beendet.